Hi! Hi! Grüß dich, ich bin der Läusel. Ich bin die Romy. Schön, dass du heute bei uns am Klinikum Würzburg-Mitte bist, am Standort Julius-Spital. Danke für die Einladung. Ich habe auch gehört, ihr habt zwei Standorte, kann das sein? Genau, wir haben auch die Missio-Klinik hier in Würzburg und seit 2017 sind wir ein Klinikum. Ach, cool, perfekt. Und was habt ihr heute so geplant? Was machen wir? Wir würden dir gerne unsere ganzen Ausbildungsberufe zeigen und gleich mit meinem Beginn. Ich mache die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen. Ah, cool. Und ich würde dir einfach mal so zeigen, was wir so machen den ganzen Tag. Hört sich gut an. Super, dann komm doch mit. Alles klar, perfekt. Da rein? Genau. Okay, dann nehmen wir dich erstmal auf bei uns als Patient im Klinikum. Dafür darf ich einmal gerne hinsetzen. Und deine Versichertenkarte. Genau, dann kannst du oben einmal auf Karte lesen klicken. Dann holt sich jetzt deine ganzen Daten, die du bei der Krankenkasse hinterlegt hast. Dann musst du dich jetzt als neue Person einmal in unserem System anlegen. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 3 Jahren. Ich bin jetzt schon am Ende meiner Ausbildung. Und dann bald Prüfung? Den ersten Teil habe ich schon hinter mir, aber bald mündliche. Oh. Dann kannst du jetzt einmal deine ganzen Daten abgleichen, ob die noch passen. Okay. Einmal auf die Kundendiskette zum Speichern. Genau, da darfst du jetzt eine Fachabteilung aussuchen. Gynäkologie. Dann nehme ich die 8. 8. Gut? Super Wahl. Super Wahl. Da fühle ich mich wohl in der 8. Genau, dann sind hier deine Behandlungsverträge, die du gerade erstellt hast. Okay. Ja, dann dürfen Sie das kurz unterschreiben. Perfekt, Dankeschön. So, was? Perfekt, dann warst du schon von der Verwaltungsseite aus. Mhm. Aber damit wir jetzt rausfinden, was dir wirklich fehlt, bringe ich dich einmal zur Aufnahmeuntersuchung. Oh. Genau, einmal mir nach, bitte. Alles klar. Hi, sollst du zur Untersuchung kommen? Hi. Hi, hier bist du im EKG. Das Ganze steht für Elektrokardiogramm. Mhm. Da werden Herzströme, also da wird dein Herz gemessen, die Herzströme, ob dein Herz im richtigen Rhythmus ist. Das Ganze funktioniert mit Elektroden. Und es gehört zu einer von den Aufgaben der MFA. Also quasi, um zu testen, ob mein Herz funktioniert, oder? Genau, ja. Da könnte man es kurz gestalten. Cool. Und du machst jetzt hier noch Ausbildung? Genau, ja. Ich mache die Ausbildung zur MFA, medizinischen Fachangestellten. Und da gehört unter anderem EKGs schreiben, administrative Aufgaben oder auch zum Beispiel Blutdruck messen. Oh, ja. Cool. Kann ich das mal testen? Ja, voll gerne bei der Vivian. Ah, okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zu Vivian, oder? Ja. Super. Hi. Oh, hi. Ich soll zum Blutdruck kommen. Genau, du darfst dich einmal hinsetzen. Tut das weh? Nein, das tut gar nicht weh, das geht auch ganz schnell. Die kommt hier an den Oberarm. Das ist das Stethoskop, damit höre ich dann, wie die Arterie schlägt. Hier ist der Puls, den fühle ich einmal und pumpt dann so lange auf, bis ich den Puls hier nicht mehr fühle. Dein Blutdruck ist 140/72. Darf ich das auch mal austesten? Darfst du gerne machen. Ich würde einmal die Kollegin holen und dann lass es mal an ihr probieren. Cool. Hallo. Wir messen jetzt mal deinen Blutdruck. Ja, dann setz ich mich doch gleich mal hin. Funktioniert's? Wo muss ich denn was spüren? Am besten. Hier? Am besten? Hier? Ich spüre nichts. Und am besten mit dem Finger gucken. Und jetzt? Habe ich. Also nach meiner Analyse bist du offiziell tot. Ich habe keine Ahnung, ich glaube bei 80 war irgendwas. Etwas niedrig dann. Etwas niedrig. Schade, ich habe es probiert. Ich habe mich aber für dieses Krankenhaus entschieden, weil es einfach auch viele Einsatzbereiche auch gibt. Du kannst immer in ganz viel reinschnuppern. Mhm. Und das finde ich einfach das Tolle, weil du halt nicht nur in einem Bereich 3 Jahre lang bist, sondern immer wechselst. So, und wo soll ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Du bist jetzt in den OP. Oh, in den OP? Ja. Aber ich werde nicht operiert, oder? Mal schauen. Dann gehe ich mal da raus, ne? Ja, genau. Ciao. Ciao. Tschüss. OP-Kittel an, jetzt geht's los in den OP und wir schauen uns hier mal ein bisschen um.
Also wir suchen jetzt unsere Instrumente einmal aus dem Sieb raus. Das ist ein Grundsieb. Das heißt, das sind das Standardinstrumentarium, was wir für die jeweilige OP benötigen. Und das decken wir dann aus. Der Grundtisch hat immer die gleiche Reihenfolge. Wir schauen die Instrumente alle an, dass kein Rost auf den Instrumenten ist. Wir zählen die Instrumente, dass sie vollständig sind und legen sie dann der Reihenfolge nach auf den Tisch. Einmal mit den Armen hier rein. So. Dann die Arme einmal so nach vorne. Sehr gut. Und jetzt darfst du eine Schleife hier reinmachen mit beiden Bändeln. Okay. Ich habe dir schon mal alles rausgelegt, was wir so für eine Standardnarkoseeinleitung brauchen. Mhm. Hier haben wir einmal eine Deltaionin, also einfach als quasi als Trägersubstanz. Ein Ringoskop, Tubus, Führungsstab, Beißschutz, Gel, die Magensonde und einmal den PVK und das Pflaster. Hältst den Tupfer hier einmal außen rum. Ach so. Genau. Wie viel? Komplett. Die Luft wird auch komplett aus der Spritze entfernt. Ziehst es hier einmal nach oben. Leuchtet. Ja, leuchtet. Perfekt. Gut. Heißt, funktioniert. Können wir benutzen. Also, ich klebe dir jetzt erstmal hier so EKG-Elektroden auf. Aha. Damit überwachen wir das Herz. Der misst die Sauerstoffsättigung im Blut. Und wie ist mein Puls? 69. Das ist in Ordnung. Guten Morgen, hallo Herr Lohse. Hallo! Ich bin der Pfleger Ahmad, ich bin für Sie heute zuständig. Wie geht's Ihnen? Ja, passt, super. Der Puls ist 78, das ist okay. Ja, also ich würde gerne noch mehr über die Ausbildung wissen. Wie ist denn das so bei euch? Genau, ich habe hier jemanden, der sich gut auskennt. Das ist meine Kollegin Katharina und die kann dir ja auch von der Ausbildung gut erzählen. Die Ausbildung geht insgesamt 3 Jahre. Mhm. Das nennt sich quasi Mittelkurs, wo wir gerade sind. Ab September sind wir dann im Oberkurs. Und ja, die Ausbildung fängt immer zum 1.9. und 1.4. an. Ach so, auch 1.4. Genau, weil wir 2 Standorte haben. Einmal Standort Missio-Klinik und einmal Standort Juno-Spital. Mhm. Und deswegen haben wir eben 2 Ausbildungsbeginne. In unserer Ausbildung sind wir auch nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im Pflegeheim oder auf der Psychiatrie. Ah. Genau, also wir kommen ganz schön rum, weil ja unsere Ausbildung jetzt auch die generalistische Ausbildung ist. Also sonst, allgemein, genau, sonst gab es immer noch die Krankenschwester-Ausbildung, also Gesundheits- und Krankenpflegerin, dann die Altenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Und jetzt wird das alles kompakt in einer zusammengefasst. Zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Da kommt schon der Ahmad und bringt dir das Essen. Ah, perfekt. Sättigung liegt zwar bei 95, aber ich habe Hunger. Das kommt aus unserer eigenen Küche. Da wird jeden Tag frisch gekocht. Wenn Echt? Du willst, kannst du auch noch mal runtergehen und dir das anschauen. Wir bilden nämlich da auch aus. Ja, also klar, gern schaue ich mir an. Aber erst will ich aufessen, hab jetzt Hunger. Natürlich. Guten Appetit, guten lass es dir schmecken. Danke euch. Ja, servus Läusel. Servus, grüß dich. Ich habe gehört, du willst mir was über die Ausbildung erfahren in der Küche. Ich würde vorschlagen, du ziehst dich jetzt mal um. Okay. Ja. Haust dir mal Kochklamotten und dann bringe ich dir unseren Azubi, der Marco, der wartet schon auf dich und dann wird was geschnippelt. Servus, ich bin der Marco. Läusel, grüß dich. Wir machen hier, ich habe schon mal was vorbereitet, wir machen hier einen Obstsalat. So, einmal hier. Jo. Einmal da. Einmal da. Einmal das. Reguläre Ausbildung ist 3 Jahre zu einem Koch. Generell machen wir auch neben dem noch Caterings. Das heißt, in der Krankenhausküche müssen wir ja auf Allergien, Diätformen und alles krankheitsbildtechnische achten. Bei den Caterings kochen wir halt wie in der normalen Gastronomie. Wir haben geregelte feste Zeiten von 6 bis 14 Uhr, grob geschätzt. Ausbildung hier ist, finde ich, wesentlich entspannter. Man kann genauso viel lernen und hat genauso viele Aufstiegsmöglichkeiten wie in der normalen Gastronomie. So, also sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Genau. Perfekt. Also ich habe beim Krankenhaus eher so an pflegemäßig gedacht. Ich wusste gar nicht, dass man auch Koch werden kann.
Nee, das kann man. Und noch viel mehr. Beispielsweise auch in die technische Abteilung. Da kannst du auch vorbeischauen. Okay, ey? Ja, genau. Alles klar. Dann mache ich das mal. Dann danke ich dir. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Cool. Ciao. Servus. Servus. Was macht denn ihr da? Hi, Leute. Hi. Grüß dich. Hi. Ja, wir sind gerade am Üben. Und zwar, das ist hier unser Auszubildender. Und wir bereiten ihn gerade auf seine Ausbildung vor. Ne? Also, wie du hier siehst, ist es eigentlich das Werkstück. Dann, was er dann am Ende seines Ausbildungs fertigen muss. Weil wir hätten natürlich auch hier, ne, den heißen Draht. Das kenne ich, sowas. Kennst du, ne? Ja. Einfach mal hier halten. Aber okay. Pass auf, ne, es kann den zucken. Ah! Also, und jetzt einfach loslegen? Genau, einfach loslegen. Oha, was für Ausbildungen habt ihr hier jetzt ganz genau? Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Wir bilden auch den Elektriker. Mensch, Leusel! Hey, sag mal! Was? Das war jetzt aber nix, ne? Hi! Das war jetzt aber wirklich nix. Jetzt hab ich mich auch erschrocken. Servus! Ich hab gehört, dass du bei uns in der Anlagenmechanikerwerkstatt bist. Ja. Ich bin der Stefan. Bin als Handwerksmeister verantwortlich hier auch für die Ausbildung der Handwerker. Ah, okay. Du bist ja auch schon am richtigen Gerät, dass man sieht, was man richtig am Arbeiten. Ja, richtig am Arbeiten. Ich hätte natürlich jetzt gerne erlebt, dass du es auch mal schaffst. Ne? Also Grundvoraussetzungen, um ein Handwerker zu sein, ist schon, dass man seine Hände auch im Griff hat. Ne? Ich habe die noch nie im Griff. Die machen, was sie wollen. Das könnte ein Problem sein. Komm, versuch's noch einmal. Wir müssen dir natürlich Chance geben, dass das wenigstens mit einem Erfolgserlebnis aus der Werkstatt rausgehst, oder? Herzliche Gratulation. Selten jemand gehabt, der so lange gebraucht hat. Sehr gut gemacht. Aber geschafft ist ja auch was wert. Ne? Die Teilnahme ist ja auch was gut. Danke dir für den Einblick. Gerne getan. Schön, dass du mal bei uns warst, Menschen. Gerne. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Ja. Ciao, servus. Servus. Mach's gut. Wie hat's dir heute bei uns gefallen? Wow, also ich kann dir nur sagen, es waren so viele Eindrücke. Ich habe ja wirklich Gefühl, ich habe ja alles gesehen. Also was ihr alles habt, also richtig krass. Das stimmt, dabei hast du noch gar nicht alles gesehen. Wir bilden noch ITler aus, den Fachinformatiker. Die Ausbildung dauert ebenfalls 3 Jahre und startet immer zum 1.9. Okay, krass. Und außerdem haben wir noch 2 duale Studiengänge. Einmal Hebammenwissenschaften und BWL Gesundheitsmanagement. Also, hier findet man auf jeden Fall was. Definitiv. Definitiv. Ich wüsste gar nicht, für was ich mich entscheiden würde, aber wow. Einfach nur krass, was ihr hier leistet. Top. Dankeschön. Danke für den schönen Tag. Schön, dass du da warst. Danke dir auch. Ciao. Ciao.